Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Prison Art Attack. Mein Name ist Glabur. Wir sind dabei und bauen unseren Knast hier, das hohe Risiko. Irgendwie geht uns hier hinten aber so ein bisschen der Strom aus. Auf einmal. Dann müssen wir mal ein bisschen die Stromkabel hier mal ein bisschen. Nicht genug Geld, Mama. Ah, warten wir gerade. Sollte gleich Geld da sein. Jetzt geht die Arbeitszeit los, hier liegt alles voll mit Holz. Jetzt haut mal hier richtig rein, dass ich hier ein bisschen Geld verdiene, ja? Was uns halt fehlt, sind immer noch die tischlerfähigen Leute. Ja. Irgendwann werden wir die schon kriegen. Oh, hier ist ganz schön was los. Vielleicht sollte ich hier nochmal ein paar Stühle mehr hinstellen. Was kosten denn Stühle? 30, ja gut. Können wir das ja nochmal. Um eine Reihe schon mal erhöhen wieder. Da war ganz schön viel los gerade, also. Die haben hier immer. Doch, jetzt sind so langsam die Zellen mal fertig. Ja, Donnerwetter. Das war ja der Wahnsinn. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Kohle. Also jetzt muss erstmal hier zusehen, dass die hier Geld verdienen. Na, alle Sägen sind wirklich fleißig zugange. Hier liegen überall die Holzstapel. Die müssen gleich unsere Leute wegbringen. Aber da sind sie jetzt ja bei. Wir haben ja jetzt keine Aufgaben mehr für die. Die kümmern sich jetzt erstmal um den Export. Dass das jetzt hier auch mal ein bisschen Geld einspielt gerade. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Sägen. Okay, Freizeit. 18.000 haben wir gemacht, Leute. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. 18.000 ist gut. Jetzt können wir uns hier ein bisschen um Strom kümmern. Das können wir da anschließen. Den können wir da anschließen. Und dann können wir... Ja, die ich immer so schön sehe. Metalldetektoren nehmen. Und können den da auch noch hinstellen. Und dann hatten wir hier oben noch ein kleines Stromproblem. Da gehen wir jetzt einfach mal bei und ziehen das bis da. So, dann sollte das Problem nämlich auch beseitigt sein. Das hätten wir. Gehweg müssen wir auf jeden Fall hier machen. So. Gehwegplatten sind nämlich dann auch schon mal vorhanden. Das sieht schon gar nicht schlecht aus, Leute. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus, eigentlich hier. Ich bin gerade überlegen, bevor ich das hohe Risiko weitermache, ob ich schon mal die Kantine baue und die Küche für das hohe Risiko. Ich würde diese Küche gerne komplett klonen. Muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Ich werde die mal wirklich klonen. Was ist denn jetzt hier blockiert? Ich möchte... Wir können nicht diese komplette Küche klonen, oder wie? Also das wäre, glaube ich, zu groß, richtig? Ja, also das ist wirklich wieder zu groß. Das geht nicht. Schade, dass das immer noch nicht geht. Dann muss ich mal gerade gucken, wie groß denn das Geschoss war. Weil die Küche ist ziemlich gut. Ich werde dann auf die Breite und so werde ich es lassen. Aber wir werden, original ist 40, aber weil wir nicht genug Angestellte reinkriegen, nehmen wir 45. Also 25, 45. Was habe ich denn jetzt gemacht? Weg. Ja, da können wir Ziegel nehmen. 25, 45.
45 lang, 25 runter. Wo bauen wir die denn hin? Eine Personaltür machen wir hier hin. Und eine große Gefängnistür hier oben. So. Also, das wird die Küche für die fürs hohe Risiko. Das wäre dann nämlich auch schon mal erledigt. Dass wir wirklich die Leute hier rausbekommen. Weil sonst geht das ja gar nicht. Das ist ja absolutes No-Go. Wie kann ich denn das bauen? Oder wie kann ich das machen? Ja, Übergangszellen und das ist alles okay. Ah. Und die dürfen da jetzt nicht hin. So. Komplett richtig gemacht, denke ich. Okay, wir haben 1. Acht. Mit Außenwand und Innenwand. 9, 10. Wir müssen 2 mehr machen, sind 9, 10. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10. Würde passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Nein. Das dahin. Öffnen. Das da so. Dann Strom und Strom hier lang, den Strom da lang und eine Hauptstromleitung schon mal reinlegen. Sehr schön. Dann brauchen wir wieder eine Personaltür. Sehr schön. Dann brauchen wir Küche. Kantine. Zack. Dann brauchen wir Wasser. Wasser habe ich vergessen. Machen wir ein bisschen da. Ziehen es so runter. Dann haben wir auf jeden Fall Wasser.
Sehr schön. Dann Logistik. Logistik. Der kommt dahin. Und der da. Genau. So. Dann brauchen wir Einrichtung. Was kostet denn so ein Herd? 500. Wir sollten warten. Ja. Und wir sollten die Logistik gerade beigehen und denen sagen: Ja, Freundchen, hier gibt es noch nichts. Ist. Ihr dürft da jetzt hingehen, heute noch mal zum Essen. Ja. Bis wir die neue Küche haben, Leute. Das wird sich jetzt halt noch ein bisschen hinziehen, weil wir müssen erstmal Herd kaufen und Tische und dies und jenes. Das wird sich halt noch ein bisschen. Eins, zwei, drei. Machen wir erstmal drei Herde. Machen wir vier Kühlschränke. Eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir ein Spülbecken. Machen wir zwei. Eins. Zwei. Zwei, so. Dann hätten wir das. Dann brauchen wir einen Serviertisch. Ups, ey, weg. Dann machen wir. Eins, zwei, drei und den ganz dicht. Mal sind vier. Dann brauchen wir Strom. Können wir hier runterziehen. Den ziehen wir ganz durch. Und ziehen auch hier runter. So. Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Wasser. Daran und den daran. So. Dann brauchen wir ein paar Tische und Stühle. Wie haben wir das denn immer gemacht? So, dann Tisch, ne? Eine Bank, Tisch. Bank, Tisch. Oh, Tisch. Jetzt haben wir ein Stromproblem. Das Ding ist gerade ans Limit gelaufen. Okay. Versorgung müssen wir hier kappen. So. Kappt mal bitte die Leitung da oben. Bewegt mal euren fetten Arsch. Okay, Leitung ist gekappt. Jetzt müssen wir das gute Stück wieder anschmeißen. Sonst haben wir hier gleich keinen Strom. Wir müssen erst die ganzen Generatoren anwerfen, die kleinen. Nein. Generator anschalten. Bumm. Der läuft absolut am Limit, der Generator. Der. Warum läuft der denn jetzt so extrem auf einmal am Limit? Natürlich, ist ja klar, weil wir den riesen Knast da reingeklatscht haben. Das hier reißt auch nochmal bitte ab. Ihr lieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dann würde ich sagen, gut, das, genau so mache ich das auch. Dann würde ich sagen,
so machen wir den Raum. Einrichtung, Personaltür. So. Dann wird gleich komplett umgeplant. Ein neuer Generator kostet uns 5.000. Die sollten wir gleich ruckidizuck zusammenkriegen. Und dann sollte das schon laufen. So. Was wichtig ist, dass die Sägen und das alles weiterläuft, dass der Export läuft. Und dann sollte das schon gehen. Ich werde diese Dinger jetzt mal alle demontieren. Zumindest die vier werde ich mal demontieren. Und werde mal nur noch zwei Stück stehen lassen. Fertig. Ja, die Dinger nerven nur, nutzt keiner. Lassen wir jetzt einfach mal zwei Stück da stehen. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Keine Ahnung, vielleicht habe ich zu viele gebaut von Anfang an. Dass dann hier irgendwas nicht passt. So, weiter geht's. Ja, das ist nämlich jetzt alles weg. Du kannst auch mal ganz kurz hier gucken gehen, bitte. Okay. Ja, dann können die nämlich hier gleich die Bretter nämlich auch. Objekt verkaufen. Objekt verkaufen. So. So haben wir jetzt schon wieder 16.000. Und so kann ich jetzt beigehen und hier gerade einen Generator kaufen. Den wir so platzieren. Und dann das reicht. Dazu kriegen wir dann einen neuen Versorgungsstrang, den wir so anschließen werden. Wir werden beigehen und werden dieses Stromkabel kappen. So. Und wer zack, zack, zack. So, Stromgenerator läuft. Zack, zack, zack. Hier muss der Strom noch gekappt werden, bitte. Stationieren nur für Personal. Okay, da oben ist jetzt nämlich auch kein Strom mehr. Das ist ja das, was ich haben wollte. Können wir die nämlich miteinander verbinden und die miteinander verbinden. So, und dann sollte gleich, wenn die das Stromkabel hier verlegt haben, überall Strom sein. Hier unten der Generator sollte jetzt etwas entlastet worden. Das kann doch nicht sein, oder? Guckt euch das mal an. Auf einmal, dieser Riesenraum hat so viel Strom genutzt. Die Hälfte der Energie. Na, dann wird der hier gleich platzen. Lautwörtlich gesagt. Ja. Also meiner Meinung nach wird der gleich platzen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Na, ihr lieben Mitarbeiter, jetzt lauft mal, ihr faulen Stücke. Ja. Zack, zack. Jetzt macht doch hier die Scheiße fertig. Verdammte Inzucht nochmal. Hier haben wir schon ein paar Tische.
Hier haben wir auch schon wieder Köche. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Köche einstellen, ne? Also das wird ja jetzt nicht mehr funktionieren. Wir haben jetzt 6 Köche. Wir stellen noch mal 4 dazu ein. Warum funktioniert das nicht? Okay. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir jetzt 10 Köche. So sollte das Problem auf jeden Fall dann gelöst sein. Den weg. Und die für da. So. Das haben wir nämlich dann auch. Und dann gehen wir noch bei und machen hier hohes Risiko hin und da hohes Risiko hin. So. Weil dann für Arbeiter auch nur hier hohes Risiko. Ja, dass man das gleich hier ein bisschen unterscheidet und die Leute hier nicht jeden Tag aufeinander hocken. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal zusehen, dass wir hier noch ein paar Parkbänke bauen. Ein Platz, ein Platz, ein Platz. So. So. Und so. So. Bänke und das haben wir. Wann ist Essenszeit? Bis dahin warten wir noch, Leute. Auch wenn die Folge jetzt extrem lang wird, aber das gucken wir uns jetzt noch an. Und hier oben fällt wieder so ein bisschen Strom irgendwie. Keine Ahnung, warum man das nicht vernünftig verteilt. Hier fehlt noch ein bisschen Wasser auch. Warum fehlt da Wasser? Naja. Machen wir es einfach so. Dann sollte das Problem ja gleich beseitigt sein. So, die machen jetzt auf jeden Fall Essen. Fürs hohe Risiko. Bin ich mal gespannt, wie das gleich funktioniert. Da kommen die ganze Bänke und so ein Scheiß. Dass wir gleich Sitzgelegenheiten haben. Da müssen wir beigehen. Und Hundepatrouille. Und müssen die Hundepatrouille natürlich. Na, guck mal, die Hundepatrouille führt auch gar nicht so weit mehr. Wir wollen ja, dass die hier wirklich die Zellen komplett durchsuchen, die Hunde. So. Und hier gibt es dann auch noch einen Weg erstmal bis da. Könnte ganz okay sein, oder? Oh, es ist Essenszeit. Und wir haben hier natürlich keine Leute stationiert. Wir haben jetzt nichts gesehen. Tote Häute, Eiden. Irgendwo ist gerade hier der Arsch explodiert, so wie es aussieht. Aber wo?
Absolut keine Ahnung. Ich glaube hier drin, ne? Weil hier immer noch keine Wache ist, ja. Hier ist richtig die Post abgegangen. Aber so richtig. Ja, keine Wache! Ging hier halt ein bisschen die Post ab. Stationieren wir hier halt mal zwei. Es hat auf jeden Fall anscheinend funktioniert. So. Alles ganz easy. Ja, Leute, ich sage vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Puls und Art Attack. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Folgen ausleben wird. Dann werden wir, wenn ich diese Reihe fertig gebaut habe, oder ich werde dann schon den Knast öffnen für hohes Risiko, dass wir dann hier die Leute richtig reinholen, vielleicht noch eine Werkstatt bauen für hohes Risiko und dann mal sehen, wie sich das ausübt. Und bevor ich das wieder vergesse nächstes Mal, bauen wir hier schon mal die neuen Generatoren hin. So, ich sage vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.